Wer in der Stadt umweltbewusst und schnell unterwegs sein will, der fährt entweder mit dem Rad oder mit dem O-Bus. Und der ist eigentlich nichts anderes als ein Zug auf der Straße. Er braucht auch Strom zum Fahren und er braucht Schienen und Weichen. Nur sind die eben nicht wie beim Zug unten, sondern oben. Und er kann es uns ganz genau erklären. Karl Kammel, ein echter Profi hinter dem O-Bus-Lenkrad. O-Bus und Bahn haben tatsächlich einiges gemeinsam, sagt er. Gesetzlich teilweise unterliegen wir dem Bahnrecht, weil wir haben praktisch ein komplettes Schienennetz oben. Mit genau wie es die Bahn am Boden hat, das haben wir in der Luft. Ja. Das merken natürlich viele Leute nicht, weil wir, sage ich jetzt mal, jetzt stellen uns gut da als Profis, ja, lassen das dem anderen auch gar nicht merken. Natürlich gibt es in diesem Oberleitungsschienennetz auch Weichen. Wie sie gestellt sind, sieht der Fahrer oder die Fahrerin auch oben, auf kleinen Signalen. Beim Abbiegen muss man die Weiche dann mit einem kleinen Schalter umlegen. Und gerade diese Weichen haben es in sich. Es gibt natürlich Kreuzungen, Weichen, wo ich langsamer fahren muss. Oder eben mit den früheren Busse, dass ich gar nicht stehen bleiben darf auf so Kreuzungen, weil wir haben ja einen Plus- und einen Minuspol. Wir haben ja zwei Leitungen oben praktisch pro Fahrtrichtung. Und wenn sie diese Drähte kreuzen, dann muss, damit es keinen Kurzschluss gibt, muss einer isoliert sein. Das heißt, wir haben Stromlosstrecken, die sind so um die 40 cm lang. Ja? Und mit einem alten Bus darf ich da nicht stehen bleiben, weil sonst stehe ich ganz einfach, weil ich keinen Strom nicht habe. Und was man dann damals getan hat? Anschieben. Und wenn es ganz blöd hergegangen ist, hat man gesagt, hat man ein paar kräftige Leute herinnen. Die Zeiten sind gut, so lange geht es vorbei, dass man das auf das angewiesen ist. Denn mittlerweile haben alle Busse einen Hilfsmotor, sagt uns Markus Schmiedlechner. Er ist Werkstattleiter in der O-Bus-Remise in Salzburg. Naja, der Hilfsmotor ist von der Weite her eigentlich nicht begrenzt, weil er hat ungefähr 100 Liter Diesel mit. Aber das Problem ist halt, es funktionieren keine Nebenverbraucher und keine Klimaanlage. Also es ist wirklich nur zum Baustellen umfahren. Denn den Strom für den Nebenverbraucher erzeugt der Bus selbst. Also er fährt mit Gleichstrom. Gleichstrom bekommt er von der Oberleitung. Erzeugt sie aber teilweise seinen Wechselstrom selber für Klimakompressor, Luftkompressor und solche Dinge. Gleichstrom, Wechselstrom, da gibt es einen großen Unterschied. Der Gleichstrom fließt immer in eine Richtung, von Minus nach Plus. Der Wechselstrom, der ändert ständig seine Fließrichtung, 50 Mal in der Sekunde und daher auch die Netzfrequenz von 50 Hertz. Und weil er eben ständig seine Richtung ändert, ist es wurscht, wie wir den Stecker in unsere Haushaltssteckdose reinstecken. Bei der Oberleitung wäre das ein Problem. Die neuen Busse kommen auch ganz ohne Diesel aus. Sie haben für den Fall der Fälle eine Batterie. Da sind es halt kleine Batterien, wo man ungefähr 10 Kilometer fahren kann. In der neuen Generation, in die Hessfahrzeuge, ist kein Hilfsantrieb mehr, sondern damit kann man wirklich einen normalen Linienbetrieb fahren und mit dem fahren wir auch noch grödig. Im Normalfall kommt aber der gesamte Strom von oben, solange die Stromabnehmer an der Stromleitung hängen. Unabsichtlich abbügeln, also den Kontakt zur Oberleitung verlieren, das passiert auch den Besten manchmal. Ganz selten einmal kann es natürlich ein technischer Defekt sein vom Bus selber, passiert aber eigentlich, also das ist eher die Ausnahme. Der öfteste Grund ist der, wenn man heute zum Beispiel eine überraschende Baustelle hat oder irgendwas. Ja. Auf einmal fährt man außerhalb der Spur oder natürlich, was auch passieren kann, man vergisst zum Beispiel eine Weiche zu schalten. Das passiert, das ist dann der Fahrerfehler. Oder es kann auch passieren, dass eine Weiche nicht in Grundstellung ist. Jede Weiche hat eine Grundstellung und ich muss dann als Fahrer wissen, muss ich die Weiche schalten, dass ich abbiegen kann oder eben nicht. Ja, und wenn ich zum Beispiel schalten müsste und ich vergiss es, dann fahre ich genauso weit, solange die Leitung vielleicht noch parallel ist, aber wie es dann abbiegt, dann zieht es mir eben die Stangen ab. Früher haben die Stangen dann wild herumgeschlagen, manchmal auch Fenster eingeschlagen. Heute sorgt die Technik für Sicherheit. Und das ist nicht das Einzige, was sich verändert hat. Karl kann uns davon ein Lied singen. Ich bin jetzt schon über 33 Jahre Busfahrer. Wir haben zum Beispiel früher die Busse gehabt, die haben links das Vorpedal gehabt. Ja, rechts die Bremse, links das Vorpedal. Ich bin früher beidfüßig gefahren. Zwei Drittel der Busse waren sogenannte Linkstreter. Alles, was praktisch eh im Bestand ist oder was man öfter fährt, ist kein Thema nicht, weil man es ja eh stundenlang am Tag macht. Und da kennt man eben die Busse in- und auswendig. Genauso wie das Schienennetz in der Luft. Also beim O-Bus-Fahren lohnt sich in Salzburg nicht nur der Blick raus aus dem Fenster, sondern manchmal auch nach oben, auf die vielen hängenden Schienen, Weichen und Signale.